Das ist der Brambell. Und das sind seine Freunde, die Ente Lisa, das Häsli Wollenohr und der kleine Bär, der Schnück. Heute haben sie gar nicht recht miteinander spielen. Sie haben nämlich lange Zeit. Nach dem Orwell. Der alte Bär Orwell hat man nämlich gestern in eine Schachtel verpackt. Er sei jetzt alt. Er brauche jetzt Ruhe, hat es geheissen. Was meint ihr? Gefällt es ihm Orwell echt dort oben? Fragte Brambell. Ich glaube nicht, sagt das Wollenohr. Ich wett, dass er wieder bei uns wär, meinte Schnück. Wie wär's, wenn wir ihn würden oben abholen? Fragt Lisa. Ja, genau das machen wir, meinte Brambell. Aber wie? Sie haben nämlich keine Leitern. Vielleicht könnten wir einen Turm bauen aus Klötzli und Ziegel und so, meinte Schnück. Das ist eine wunderbare Idee. Alle machen sich an die Arbeit. Der Brambell und das Wollenohr suchen die Klötze zusammen, die überall im Zimmer umeinander liegen. Es ist so weit. Das letzte Klötzli kommt zu oberst drauf. Ui, 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 Achtung! Oh je. Hat er etwas gemacht? Fragt der Brambell. Es war, glaub ich, nicht meine beste Idee. Mach nichts. Jetzt habe ich's! Jetzt habe ich's! Was ist echt im Wollenohr in Sinn gekommen? Kommt! Wir machen Trampolin gumpen. Auf dem Bett bis auf den Atelier. Alle gumpen. Höher und höher. Aber niemand kann den kleinen Hebel aufmachen an den Estrichtüren. In der Lisa ist das Brüllen anfangs vorderst. Wir werden den Orwell nie vom dunklen Estrich oben abholen. Der muss dort oben noch vergrauen. Nur nicht aufgeben, sagt der Brambell. Jetzt habe ich es aber wirklich, jetzt habe ich es aber, ruft der Schnück. Ich ledere auf den Gummibaum, schwing mich von einem Ast zum anderen und oben bin ich. Und so wird's gemacht. Die anderen haben den Topf, damit es nicht wackelt. Ui, ist das hoch. Und jetzt schwinge ich mich. Hui. Hui. Das war, glaube ich, etwas zu viel. Zum Glück steht der Brambell parat zum Ufo. Ach, das war wieder nichts, meinte Schnück. Wenn ich nur etwas besser fliegen könnte, dann könnte ich dort oben aufmachen. Jetzt hat Lisa den Brambell gerade auf eine Idee gebracht. Für etwas haben wir doch unser Holzflugi, meint er. Es ist zwar schon etwas gefährlich, aber wenn ich an unsere Orwell denke, wie es dem schlecht geht dort oben. Ich bin schon der Pilot, sagt es wohl nur mutig. Und ich stehe hinten aufs Flugi und mit dem Pinsel stoße ich die Estrichklappen auf. Aber wie kommt ihr denn wieder oben runter? Studiert Lisa. Nasstücher, kommt es im Brambelli-Sinn.
Und das ist noch für später. Jetzt ist alles soweit. Die Propeller. Countdown. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bravo, sie fliegen! Die Türen ist auf! Lisa ist ganz begeistert. Und jetzt kommt das Schwierigste. Hopp! Geschafft! Gut, hat mir das Wohle nur eine Taschenpfunzel mitgegeben. Ist das ein Dünkli? Wo ist echt der Orwell? Der Schnuck leuchtet den ganzen Estrich ab. Da bist ja Orwell! Wer? Da bist ja! Hey, habe ich dich gesucht! Schnuck! Schnückerli. Weisst, ich habe die meiste Zeit geschlafen, sagt der alte Orwell. Du warst also nicht zu fest alleine gsi, gell? Aber jetzt kommst du mit zu den anderen. Gern, gern natürlich, Schnück. Aber ich kann nicht mehr so gut klettern. Mach nichts, wir machen unseren Fallschirm. Schau. Wie schön, dann bin ich gleich wieder bei euch. Der Orwell streicht sich den Estrichstaub aus dem Fähli. Und dann legen sie sich die Fallschirme an. Jetzt gilt's. Die anderen haben unterdessen das Lindtuch parat gemacht. Dem Fall. Hopp! «Willkommen daheim», sagt Brambell. «Ja, es ist schön, wieder bei euch zu sein», sagt Orwell. Am Abend haben sich alle ins Bett gekuschelt. Aber der Brambell kann nicht gerade einschlafen. Das Wohlenohr auch nicht. Es ist immer noch ganz aufgeregt. Lisa hat schon etwas geträumt und das Gefühl, sie könne gut fliegen und überall herum sie in Bären das Leben retten. Der Schnuck hat sich ganz nahe an Orwell hergedrückt. Und der alte Orwell ist glücklich, dass er jetzt wieder mit seinen Freunden zusammen sein kann. «Ist das ein wunderbarer Tag heute», meinte Brambell. Und dann sind sie doch noch alle eingeschlafen. Der alte Orwell hat es tun heute Morgen. Sie wollen nämlich alle miteinander picknicken. Schinkenbrot, Früchte, Kuchen. «Habe ich auch gleich ein bisschen zu viel vorbereitet», sagte er zu sich selber. Und der Korb nicht mehr zu will. Plötzlich geht die Türen auf und der kleine Bär springt wie das Bisiwetter an ihm vorbei. Was pressiert sich dem Schnücken so? Bin ich gut versteckt? Sag Orwell, sag! Ja, ich glaube schon. Aber wer sucht dich denn überhaupt? Bevor der Schnuck erklären kann, kommen der Brambell, die Ente Lisa und das Wollenohr ins Zimmer stürmen. Es hat aber nicht so ausgesehen, als ob sie den Schnuck suchen würden.
In der umgekehrt. Sie versteckt sich selber. Wir spielen Versteckis. Hat uns jemand gesehen? Fragt das Küssi. Nur ich, sagt der alte Orwell. Aber wer sucht euch überhaupt? Oh je, kommt sie jetzt in Brambell in Sinn. Sie haben schon wieder vergessen, jemanden zu bestimmen, der sucht. Die anderen sind auch aus ihrem Versteck gekrochen. Oh, schade, sagt Lisa. Ich hätte so ein gutes Versteck gehabt. Der Schnüg fragte Orwell, ob nicht er einmal einschauen würde und dann suchen. Klar, das mache ich. Und er fängt an zu zählen. 1, 2, 3. Das Häschen Wollenohr ist in eine Vase hineingekumpelt und hat probiert auszusehen wie ein Blumenstrauß. 4, 5, 6. Lisa findet auch wieder ein super Versteck. 7, 8, 9. Der Brambell hat gerade noch Zeit, das letzte Stück Pfote zu verstecken. 10. Hinterseite vorne gilt nicht. Ich komme. Weit und breit ist niemand rum. Der Socken schmeckt auch nicht mehr grad so frisch. Ah, da sind die Kügelchen. Die haben sie nämlich überall gesucht. Und die Katze. Aber die muss er nicht finden, die spielt ja nicht mit. Ich will nicht mehr suchen, seufzt Orwell. Ich finde niemand. Und sie ist so ein Puff im Zimmer. Da kommt auch eins nach dem anderen wieder führen. Alle, ausser der Schnück. Wo ist der Schnück? Ja, ja, weit wird er nicht sein, meint der Orwell. Ich rufe ihn mal. Schnück, kleiner Bär! Der Orwell ruft so laut, dass er ab sich selber fast verschreckt. Lisa durchsucht alle Küsse. Der Brambell schaut überall drunter, aber er findet keinen Schnück. Der kleine Bär ist wie vom Erdboden verschluckt, meint Lisa. Ich gehe gleich einmal unter das Bett. Vielleicht ist er weit hinten unten irgendwo. Wart noch schnell, sagt der Brambell. Nimm das Ende von dieser Schnur. Für den Fall, dass du auch noch verloren gingst. Dann können wir dich wenigstens vorziehen. Mit der Schnur um den Bauch kann im Wollenohr wirklich nicht mehr viel passieren. Die anderen warten gespannt. Plötzlich zieht es an. Im Schnabel hat es zum Glück nichts gemacht. Er ist da! Er ist da! Zieht mich vor! Ich kann ihn! Hat es unter dem Bett vorne gequetscht. Das Wollenohr taucht wieder auf, aber nicht mit dem Schnück. Oh, sagt Lisa. Ich glaube nicht, dass das unser Schnück ist. Nein, so hat er bis jetzt noch nie ausgesehen, meinte Brambell. Aber zum Anlängen war er wie der Schnück, sagt das Wollenohr. Ist schon recht, du bist tapfer allein unter das dunkle Bett gekrochen, meinte Orwell. Hoffentlich ist der Schnück nicht ausgewandert, ja, nach Afrien oder nach Amerika. Quatsch, sagt Brambell. Wahrscheinlich ist er irgendwo eingeklemmt oder so. Und der Orwell meint, man sollte gescheiter ein Plakat vom verlorenen Schnück aufhängen.
damit alle wissen, dass er verloren gegangen ist. Das machen sie dann auch. Der Brambell malt den Schnück und er sieht wirklich fast so aus wie der Schnück. Jetzt hat es aber keinen Platz mehr zum drunter schreiben. Darum macht der Brambell, dass der kleine Bär ein bisschen traurig reinschaut. So wissen sie sicher alle, was gemeint ist. Sie haben alle anderen zusammengerufen und gesagt, was los ist. Und dann fängt die Suche an. Unter dem Teppich. In der Schublade. In der Spielzeugkiste. Hinter den Pflanzen. Sogar in den Knopfschachteln. Das ganze Haus suchen sie ab. Aber vom kleinen Bär keine Spur. «Ah, ich bin müde», sagt der Brambell. «Und ich habe Hunger», sagt Lisa. «Ja, gut. Alle haben streng gearbeitet. Dann tun wir jetzt einfach mal etwas essen.» «So. Was meint ihr zu einem feinen Schinkenbrot?» Aber wo sie dort reinschauen, sehen sie noch etwas ganz anderes als ein feines Schinkenbrot. «Es blendet», sagt ein Stimmli. «Der Schnück. Und es scheint ihm ganz gut zu gehen im Picknickkorb.» «So, so», meint der Brambell. «Wir haben unseren schönen Freund gefunden, aber dafür kein Picknick mehr.» «Schön blöd», meint Lisa. «Der ist ja gut, dass ich viel zu viel vorbereitet habe. Kommt!» «Du kleiner Loser», meint der Brambell. Miteinander schleppen sie den Korb in den Garten. Die Sonne scheint und es ist so richtig gemütlich. Bis aufs letzte Brösmeli wird alles aufgegessen. «Wollen wir Versteckis machen?» Aber der kleine Bär kommt keine Antwort über. Mit vollem Bauch und zufrieden tun die anderen jetzt viel lieber ein bisschen sünneln. Es ist noch früh am Morgen. Der Orwell ist gerade jetzt verwacht. Sein Kopf tut ihm weh. Er meint, es hätte ihn jemand gestossen. «Macht das nicht!» sagt der Orwell streng. Aber in dem Moment merkt er, dass er mit dem Boden redet. «Wie bin ich denn auf den Boden gekommen?» fragt er sich. «Du bist aus dem Bett, Kate!» Eine Reihe von Gesichtern schaut auf ihn runter. Der Schnück, der Brambell, das Wollenohr und Tante Lisa. «Wenn ihr mich fragt», sagt Lisa, «ich finde, unser Bett ist überbevölkert.» «Jetzt ist es eigentlich schon gegangen, jetzt ohne den Orwell», meint der Schnück. «Aber ich habe nicht freiwillig außerhalb vom Bett geschlafen. Ich bin rausgefallen», protestiert der Orwell. «Wenn das anderen auch noch passiert, dann gibt es noch mehr Platz», meint das Wollenohr. «Macht dir etwas weh?» fragt der Brambell. «Ja, ich habe den Kopf angeschlagen.» Der Orwell ist froh, dass ihn wenigstens jemand nachfragt. Der Brambell will den Kopf vom Orwell ein bisschen genauer anschauen. «So weit sieht es gut aus. Aber ein Verband braucht es gleich. So für alle wie Fell», meint er. Der Schnück und das Wollenohr wollen helfen. Das Wollenohr sucht ein grosses Nastuch. Und der Schnück findet einen Sicherheitskoffer
der noch nichts anderes zusammenheben muss. So verbindet es den Kopf vom Orwell. Und die Sicherheitskoffer macht, dass alles zusammenhebt. «Ist es jetzt besser?» fragt Brambell. «Danke vielmals», sagt Orwell. «Und jetzt will er sich einen anderen Schlafplatz suchen. Das Bett scheint wirklich zu eng für alle», meint er. «Wir könnten ja für alle etwas anderes suchen. Es wäre doch schön, alle an einem anderen Ort.» «Aber ich helfe auch suchen, wartet», murrt Lisa. Sie ist immer noch auf dem Bett. Sie kann eben nicht so gut abwärts klettern. «So, jetzt kann die Suche nach einem neuen Schlafplatz anfangen.» Mit dem Liegestuhl. «Das wäre, glaube ich, nicht schlecht», meint der Schnück. «Was kreibs? Das war, meine ich, doch nicht die beste Idee gewesen. Was in dem Zimmer alles rumliegt. Aber das hier, das ist ein richtiges Nest. Nur die Stäbe sind nicht bequem. Jetzt verheddert sie sich noch mit dem Fuß. Sie probiert, ihn rauszuziehen. Aber oje! Oh, jetzt ist sie noch ganz eingeklemmt. Zum Glück sind der Orwell und der Schnück in der Nähe. «Gerettet! Danke!» sagt Lisa. Die Flügel funktionieren noch. Aber wo sind eigentlich das Fohlenohr und der Brambell? «Wir haben den neuen Schlafplatz. Da ist alles ganz weich, alles voller Wolligs. Da drin könnt ihr schlafen wie ein Murmeli», meint der Brambell. «So eine Socke ist wie ein Schlafsack. Aber was machen wir, wenn jemand die Schublade zutut?» Die Lisa hat recht. An das hat niemand gedacht. Tag und Nacht in einer Schublade eingesperrt. Brostnägeli. Jetzt müssen sie halt doch etwas anderes suchen. Unterdessen hat Orwell alle Küsse vom Cannabis abgeräumt und auf dem Boden einen grossen Haufen gemacht. Eventuell wäre so ein Küsseberg ein Schlafplatz. Es gewackelt und man rutscht, aber irgendwie sind sie doch alle oben angekommen. Oha, Letz! Das Ganze ist doch zu wenig stabil. Oh, mein Armkopf! Jetzt habe ich noch mal eine Beule. Ich glaube, der Verband nützt nichts. Ich nehme ihn gescheiter wieder ab. Der Schnück meint, wir können das Tuch jetzt als Hängematte brauchen. Hängematten sind bequem. Die Matrosen schlafen so auf dem Schiff. Zwischen zwei Stühlen und mit einer Schnur bindet das Nasstuch an. «Achtung, ich komme!» ruft das Wollenohr und nimmt Anlauf. «Das ist der Plausch! Kommt auch rein!» «Auf die Seite!» ruft der Schnück. «Hopp und hopp!» Das Wollenohr will auf die Seite rutschen, aber das ist einfacher gesagt als gemacht. «Eine gefährliche Sache, so eine Hängematte!» meint Lisa. Sie müssen es irgendwie anders probieren. Und schade ist auch noch, dass die beiden grossen Bären sicher keinen Platz mehr haben.
In der Küche hat sicher ein Tischtuch. Das würde länger für eine grosse Hängematte. Sie müssen nicht einmal im Schrank nachschauen. Das Tischtuch liegt auf dem Tisch und es ist schon gedeckt für die Nacht. Einfach alles abräumen, das geht natürlich nicht. Aber irgendwo müssen wir doch am Abend schlafen, meinte Brambell. Vielleicht in dieser Schale, wenn die Früchte gegessen sind. Der Orwell hat unterdessen ausprobiert, ob er echt im Eierkorb Platz hat. Wenn er ein Huhn wäre, dann ging es ja noch. Aber als Bär. Als Bär ist er sich nicht gewöhnt, das Bett mit 5 Eiern zu teilen. Der Brambell kümmert sich auf einmal um die Früchte. Ja, zum schauen, ob es genug Platz gibt zum Schlafen. Plötzlich kracht es vom Zimmer nebenan. Was ist echt dort passiert? Es war, glaube ich, doch nicht die beste Idee. Die Schnur hat gelassen. Wisst ihr was? Ich glaube, unser Bett ist gar nicht so eng. Kommt mal, sagte Orwell. Und so sind Tante Lisa, das Wollenohr und der Schnücke an ihren alten Platz schlafen. Am anderen Ende, also andersrum, sind der Orwell und der Brambell gepfusen. Und etwas ist erst noch besonders lustig. Alle Pfötli kommen in der Mitte vom Bett aneinander an. Der Brambell ist mir schon die ganze Woche. Jetzt wird die Schärpe genug lang für den Schnück. Aber der Brambell liest weiters und weiters. Jetzt kann sie schon den Schnück und das Wollenohr um den Hals wickeln. Er hört immer noch nicht auf, liest man. Auch noch um die Lisa herum lenkt sie. Und gleich liest man den Brambell immer noch weiters. Als er dann endlich aufhört, ist sie fast so lang, wie das Zimmer breit ist. «Wir können sie ja abeinander schneiden, dann hat jeder ein Stück», meinte Schnück. «Dann würde sie sich auffädeln», sagte Orwell. Der Schnück probiert die Schärpe noch mal umzuwickeln. Aber sie ist eindeutig zu lang. «Warum hast du sie so lang gemacht, Brambell?», fragte Schnück. «Ich weiss es selber nicht. Es hat einfach glismet und glismet», meinte Brambell. «Vielleicht können wir sie als Gumpiseile brauchen», murmelt Lisa. Das Wollenohr probiert es gerade aus. Der Schnück meint, von aussen hat es mehr Platz zum Gumpiseilen. Aber was ist denn das für eine Schachtel? «Es ist keine Adresse dran», sagte Brambell. «Autsch!», sagt es aus der Schachtel. «Könnt die Schachtel reden?», fragt es Wollenohr. «Nicht die Schachtel hat geredet. Es ist etwas in der Schachtel», erklärte Orwell. «Schade, da ist es kein Schatz. Vielleicht bewacht jemand den Schatz in der Schachtel», hofft das Wollenohr. «Dann wär's gleiche Schatz», freut sich der Schnück. «Ich tu mal mit dem da innen reden, zum schauen, ob es etwas Liebes ist.» «Hallo, bist du da innen ein Freund oder ein Feind?»,
fragte Brambell ganz freundlich. Da tönt wirklich etwas aus der Schachtel. Ein Freund, denke ich. Ich weiss nicht, was ein Feind ist. Aber wenn ein Feind etwas Besseres ist als ein Freund, dann bin ich halt ein Feind. Was, Keibs? Zur Sicherheit will Zwolenor ihm mal ein Netz holen. Im Fall, wenn plötzlich etwas rausspringen würde. Und Lisa weiss, wo es ein Seil hat. Ich hole eine Tasche für den Schatz, meinte Schnück. Ich glaube, wir müssen keine Angst haben, meinte Orwell. Alle sind wie auf Nadeln. Ein grosses, freundliches Gesicht kommt aus der Schachtel. Endlich etwas mehr Luft, sagt das freundliche Gesicht. Grüß dich! Was, Keibs? Der Schnück will gerade wissen, ob in der Schachtel auch noch ein Schatz versteckt sei. Tut mir leid, da ist kein Schatz. Aber auf was sind denn Stöche, will sie wohl nur wissen. Auf dem Boden von der Schachtel. Ui, da sei sie aber gross, meinte Schnück. So ist es und ich heiße Jolly und ich bin eine Giraffe. Und das hier, das ist mein Haus. Und sie haben gedacht, das sei eine Schachtel, sagte Schnück. Ja, mir würde es auch besser gefallen mit Fenster und Türen, meint Jolly. Und das muss sie nicht zweimal sagen. Die fünf Freunde machen aus einer Schachtel schnell ein Haus. Das ist ja schön, sagt Jolly. Sie können jetzt rauskommen, meint der Schnück. Ich glaube, die Türen ist ein bisschen zu weit unten für mich. Sie soll mal mit Gumpen probieren, meint das Wollenohr. So geht's, glaub nicht. Wir holen den Kran, rief der Orwell. Wir heben dich aus deinem Haus. Aber ich bin nicht gern so hoch oben, weisst du? Mein Kopf ist drum sowieso schon so hoch oben, biberet Jolly. Aber der Schnück meint, er lege ihr seine Pfötli auf die Augen, dann müsse sie keine Angst haben. So machen sie den Aus parat. Wir sind so weit, rief der Schnück. Der Brambell dreht sorgfältig an der Krankurbel. Zuerst langsam und dann etwas schneller und schneller. Bis zoberst. Begeistert fängt der Schnück an winken. Jetzt sieht Jolly, wie hoch oben das sie ist. Sie fängt wie verrückt an zu zappeln. Ausgewackelt. Und schon ist's passiert. Jolly hat Glück gehabt. Ihre Beine sind noch ganz. Aber wo ist der Schnück? In den kaputten Schachteln ist er nicht. Da bin ich, tönt es aus dem anderen Ecke vom Zimmer. Ich bin geflogen. Hebt mich, hebt mich, ich gehe. Jolly galoppiert mit riesen Schritt zum Fenster. Jetzt kannst du gehen.
Brambell steht auch schon parat. Oh, lässig. Ich will gerade noch eine Rutschbahn fahren, sagt der Schnück. Aber der Orwell meint, es sei eigentlich Zeit für ins Bett. Und wo schläft Jolly? Ich gebe dir mein Bett für dein Haus, meint der Schnück. Jolly erklärt dem Schnück, dass Giraffen beim Schlafen stehen, aber das Haus können er gerne haben. Nur eine Decke wäre noch gut für sie. Am Haus hast du noch zu wenig warm, sagt der Schnück. Da kommt im Brambell etwas in Sinn. Ein Begrüßungsgeschenk für dich, sagt der Brambell. Wow, ist die schön! Ein so ein Gebungsgeschenk habe ich mein ganzes Leben noch nie bekommen. Und wie die warm geht. Und heute Morgen haben wir noch gemeint, du siehst eine Schatzkiste, sagt das Wollenohr. Und jetzt bist du ein lebender Schatz. Und der Schnück meint, eine neue Freundin sei viel mehr wert. Die Sonne scheint durchs Fenster und weckt den kleinen Bär auf. Es ist ein schöner Tag. Und heute will der Schnück etwas Besonderes unternehmen. Wo sind denn meine roten Hosen? Am Boden sind sie nicht. Und auch nicht unter dem Stuhl. Und nicht in der Schublade. Sie sind einfach nie. Aber irgendwo müssen sie doch sein. Rote Hosen verschwinden doch nicht einfach so. Vielleicht weiss der Orwell, wo sie sind. Der Orwell ist gemütlich am Sünneln. Aber im Schnück seine Hosen hat er auch nie gesehen. Vielleicht weiss es aber das Kamel, wo deine Hosen sind. Es war gerade vorig da, sagt der Orwell. Das Kamel hat wirklich so etwas wie Hosen gesehen. Nur hat es eben leider nicht gewusst, dass das kleine Bärenhosen sind. Ich habe sie probiert, sagt sie. Aber sie haben etwas viel Luft durchgelassen. Und darum habe ich mich gleich für die zwei Kappen entschieden. Die anderen Buckelwärmer, also eben die kleinen Bärenhosen, haben sie dem Matros gegeben. Das ist im Badzimmer. Schon von Weitem sieht man das orangige Segel. Buh, buh! Hättest du mir etwas, das ich meine Knochen versorgen kann? Bellt der Hund. Probier's mal mit diesen Hosen. Der Wind bläst sowieso zu fest durch. Hast du es? Ade! Der Schnück ist so schnell, wie er konnte, das Frottiertüchli darauf geklettert. Hast du meine Hosen gesehen, Matros? Ja, schon, aber eben, die haben ein bisschen zu fest Luft durchgelassen, meint der Seemann. Das ist, denke ich, so, weil es Hosen sind, du Löli. Entschuldigung, aber auf jeden Fall hat sie jetzt den Hund.
Zur gleichen Zeit merten das Wollenohr mit dem Hund um die Hose vom Schnück. Also lass jetzt, ich gebe dir einen Knochen und du gibst mir die Hose. Also, meint der Hund endlich. So etwas wie die Hosen aus Skikappen hat das Wollenohr eben schon lange gern gehabt. Der Hund ist gerade dran, seine Knochen im Blumentopf zu vergraben und moffelt vor sich her. Der Knochenhalter war sowieso blöd. Die ganze Zeit sind sie zwischendurch gefallen. Blöder Knochenhalter? Also hast du nicht gesehen, dass das meine Hosen sind? Oh je, das tut mir aber leid. Ja, ich bin wirklich ein bisschen dumm. Aber jetzt hat sie das Wollenohr. Es tut mir wirklich leid, Schnück. Das Wollenohr ist prompt am Schielen. Und von früher an den Ohren keine Spur. Ist das der Plausch? Hui! Nein, zu Hilf! Ob alles okay sei, fragt das Zebra. Es sei schön verschrocken. Und ob er eventuell etwas hat für seine Ziegel reinzutun, damit es sie besser transportieren kann. Ja, kannst gerne meinen Hut haben. Ich fahre sowieso gescheiter Ski ohne Hut, meint das Wollenohr. Seht hier. So. Und jetzt muss ich mein Skizeug zusammensuchen. Ciao, Zebra. Und so hat der Schnück das Wollenohr gefunden. Aber seine Hosen sieht er nie. Das Zebra heigt die Hosen, sagt das Wollenohr. Und es sei gerade am Haus bauen. Es täte ihm leid, ja, es heig die Hose gebraucht, zum Ziegel transportieren. Aber jetzt sei das Haus fertig und die Tante heig sie dann eben können brauchen. Entschuldigung, Schnück. Die Lisa sitzt im Sandkasten, aber die Hosen sind weit und breit nie zu sehen. Ah, da bist du ja, kleiner Bär. Du, deine Hosen sind nicht so gebig als Fahnen, meint sie. Der Brambell hat sie mit in die Küche genommen. Er hat ihr dafür das Papier hier gegeben, zum Fahnen machen. Ja, wenigstens sind die Hosen jetzt nicht voll Sand, denkt der Schnück. In der Küche wird gearbeitet, das sieht man. Und zoberst am Tisch sitzt der Brambell mit einem Dressiersack. Im Schnück seine Hosen sind tatsächlich mit rosaroter Glasur gefüllt. Also nein, japset der Schnück. Das ist eine spezielle Gelegenheit, Kuchen. Darauf gehört der Glasur, Schnück, sagt der Brambell. Ich meine nicht Glasur, ich meine meine Hosen. Meine Hose ist doch kein Dressiersack. Oh, ich habe noch gedacht, ich habe den Dressiersack schon irgendwo anders gesehen, sagt der Brambell. Der Orwell kommt wieder einmal genau im richtigen Moment. Macht dir keine Sorgen, Schnück. Die Glasur kann man gut auswaschen, meint er. Und was ist das für ein Kuchen? Ich weiss auch nicht recht. Ich wollte einfach einen machen. Der Orwell hat eine gute Idee. Wie wär's mit dem Hosentagskuchen? Meint er. Genau. Und die feurige Glasur lenkt gerade noch für eine Verzierung, die passt.
Gewaschen sind die kleinen Hosen schnell. Und trocknet auch. Zum Glück hat der Schnück seine Hosen verloren. Aber auch wieder gefunden. Sonst gäbe es jetzt gar keine Hosentagsfeier. Es gibt jedem ein rechtes Stück Kuchen. Und jetzt weiss der Brambell sogar, für wer er den Kuchen gemacht hat. Von jetzt an geht der Schnück nicht mehr ins Bett, ohne zu wissen, wo er seine Hosen hergelegt hat. Sie liegen ganz nahe bei ihm. Und dort kann sie niemand finden, außer er. Auf dem Stubentisch liegen noch Reste von einer Geburtstagsparty. Es ist noch nicht abgeräumt. Und es hat ein paar anmächelige Süßigkeiten, die feurig geblieben sind. Wie kommen wir echt dort rauf? Überlegt der Brambell. Der Schnück will einfach noch unter dem Tisch schauen. Vielleicht hat sie auch dort noch ein paar Reste. Wow, sagt er. Kommt mal hierher und schaut. Das sieht ja aus wie in einem grossen, runden Zelt. Wir könnten Zirkus spielen, meint der Schnück. Lisa weiss nicht, was ein Zirkus ist. Der Orwell probiert zu erklären. Ein Zirkus ist ein grosses Zelt mit Künstlern, die Kunststücke machen. Und mit Zuschauern, die zuschauen und begeistert klatschen. Ich könnte ein Gumpi-Stückli, sagt das Wollenohr. Aber der Schnück meint, einfach nur Gumpen sei noch kein Kunststück. Aber wenn das Wollenohr über mich reingumpet, dann ist es ein Kunststück, sagt das Zebra. Und der Matros meint, er könne Seiltanzen. Und mit der roten Hose vom Schnück wäre er ein richtiger Seiltänzer gelohnt. Ich will selber gelohnt sein, meint der Schnück. Er müsse nur eine rote Nase finden. Die Lisa will ihm ihren orangen Schnabel auslehnen. Das ist lieb gemeint. Aber das Wollenohr hat noch etwas Gäbiges gesehen. Das Kriesi passt genau zum Schnück seiner Hose. Und schon ist er ein Klon. Ein richtiger Zirkusklon, das finden auch die anderen. Es brauche aber noch ein paar Nummern mehr, wenn es ein richtiger Zirkus sein soll, meint der Brambell. Der Orwell meint, er sei schon etwas zu alt für Kunststücke. Aber er suche ein paar brauchbare Requisiten. Die Lisa will dem Orwell helfen. Und der Brambell will das Zirkusplakat malen. Die Lisa ist gut im Gefinden. Schon gleich kommt sie mit zwei Reifen und einem Gumpiseil. Die Küsse sind zum Jonglieren. Und so findet sie noch eins und das andere. Und sie bringen es zum Zirkus. Unterdessen werden verschiedene Kunststücke probiert. Das Kamel steht ganz ruhig wie ein dressiertes Zirkusross. Der Schnück nimmt Anlauf für einen Handstand. Prima! Balancieren auf einer Hand ist aber schon schwer.
Jetzt kommt der Matros an die Reihe. Übung macht der Meister. Das Wollenohr ist dran. Die beiden sind beeindruckt ab diesen eleganten Gümpf von ihrem Freund. Unterdessen gibt der Brambell im Zirkusplakat noch den letzten Schliff. Es sei alles vorbereitet, meint der Orwell. Dann fangen wir an. Der Orwell trommelt alle Tiere zusammen. Lisa und der Brambell machen Einlass. Drinnen sieht es aus wie in einem richtigen Zirkuszelt. Lisa und der Orwell haben die Zirkusarena aus hell angemalten Ziegen gebaut. Das Springseil haben sie aus Trapezseil zwischen zwei Tischbeinen gespannt. Das Zebra und das Wollenohr zeigen den ersten Trick. Hopsla! Alle meinen, das gehöre dazu und klatschen und rufen Bravo! Jetzt ist der Seemann dran. Alle haben den Schnauf an, als er über das Seil anfängt zu laufen. Für die Sicherheit ist gesorgt. Er geht mutig noch mal rauf. Und jetzt gelingt ihm das Jonglieren und das Balancieren sogar gleichzeitig. Der Orwell ist begeistert. Der Hund ist an der Reihe. Gib mir noch das Krüsi, Wollenohr. Danke. Vielleicht ist der Knochen wegen dem Krüsi aus dem Gleichgewicht gekommen. Es haben alle Freude. Es war eine typische Hundenummer. Jetzt kommt das Kamel. Es trabt wie ein Zirkusross. Das Wollenohr kommt dazu. Hey, so etwas könnte ich nie, sagt Lisa. Das macht doch nichts, meint der Brambell. Ohne uns Zuschauer wär's für Künstler doch nur halb so lustig, meint er. Was sollen wir jetzt machen? Könnt wünschen? Ruft das Wollenohr. Hoppeln! Ganz schnell hoppeln! Das Kamel versteht stoppen. Und das Wollenohr segelt geradewegs. Zum Glück nicht in den Zuschauerraum. Das Wollenohr hebt sich mit aller Kraft am Tischtuch. Aber es rutscht. Alle Schüsseln und Kuchenstücke landen am Boden. Und das Zirkuszelt ist nie mehr. Oje, habe ich das gemacht? Fragt sich das Wollenohr. Mach nichts, sagt der Orwell. Hauptsache, du bist nicht verletzt. Und schau, wir haben zwar den Zirkus verloren, dafür etwas anderes gefunden. Ja, soll ich jetzt mit dem jonglieren? Fragt das Wollenohr. «Tust du essen?» meint der Brambell.
Auch die anderen Tiere haben Hunger. Und so geniessen die vielen Kuchenreste fast gleichlich, wie sie den Zirkus genossen haben. Es regnet wie aus Kübeln. Lass mal, wie der Regen tönt, sagt der Brambell. Plopp, blipp, tönt es von den Tropfen. Es tönt aber, als ob es im Zimmer würde tropfen, meint der Orwell. Ich glaube, du hast recht. Es ist im Zimmer. Sie gehen dem Tropfengeräusch nach. Nicht weit weg unter dem Fenster steht das Babyhaus. Die Babys stehen von außen und Teppiche, Küsse und Tücher sind auf dem Boden ausbreitet. Habt ihr Flohmärt? Fragt der Brambell. Nein, nein, unser Dach lässt durch und alles ist nass, sagt die Baby. Aber wie kann durch euch ein Dach Wasser reinkommen? Euer Haus steht doch im Zimmer, fragt der Orwell. Die Baby zeigt aufs Fenster über ihrem Haus. Von dort kommt der Regen. Und wir können es nicht zumachen. Der Schnück und der Seema bringen gerade noch mal einen nassen Teppich. Es ist alles fledernass, sagt der Schnück. Wenn es so weiter regnet, müssen wir das ganze Haus räumen. Der Orwell überlegt, was wir echt hier machen könnten. Lisa meint es gut, aber auch in ihrem Schnabel trocknet die nassen Sachen nicht viel schneller. Das hier sollte noch trocknen. Wer hat hier geredet? Das Zebra. Es könne ein Kleiderross spielen, bis die Decke trocken sei, hat der Schnück gesagt. Aber es sei doch ein Zebra und kein Kleiderross. Nein, nein, du bist kein Kleiderross und auch kein Kleiderständer, sagt der Orwell. Er kommt und schüttelt das Wasser aus den Küssen, aber es nützt ihm nicht viel, erzählt das Wollenohr. Ihr habt euch alle Mühe gegeben, aber jetzt spannen wir doch gescheiter eine Wäschleine, wo all die Sachen dran trocknen können. Das nasse Zeug wird aufgeladen und aufgehängt. Das kleinste Baby meint, zwischen den Lindtüchern sei es wie in einem Zelt. Sie können ja campieren und miteinander Tee trinken, bis es aufhört zu regnen. Sie können nicht warten, bis aufhöre regnen, meint der Orwell. Die Lisa will wissen, wegen was. Es rinne beim Dach rein, erklärt der Schnück. Und es stöch alles unter Wasser, sagt der Seema. Es ist also nichts mit gemütlich Tee trinken. Sie laden alles auf den Leiterkarre, die sie brauchen, um das Dach zu flicken. «Aber für was ist denn der Ballon?» fragt der Schnück. «Wir könnten ihn ins Loch stopfen und aufblasen. Dann wäre das Loch vermacht», meint das Zebra. «Eine gute Idee», meinen die beiden Bären. «Aber zuerst müssen sie mal schauen, wie sie auf das Dach raufkommen.» «Mit dem Farbstift», meint das Wollenohr. Eine super Idee hat hier das Wollenohr gehabt. Aber wer steigt zuerst auf? Das Zebra wird gerne seine Ballon-Idee ausprobieren. Aber es kann eben nicht so gut klettern. Ich gehe für dich, meint der Schnück. Der Ballon passt gut ins Loch. Alle sind gespannt. Huh?
Kleiner Bär, kleiner Bär!», ruft der Orwell ganz besorgt. «Mir geht's gut. Ich bin auf dem Bett gelandet.» Das Wollenohr meint, man könnte es mal mit Zusammensetzteilen probieren. Der Stern hebt. «Ja, schon», meint der Schnück. «Aber es regnet neben Türen rein.» So ist es leider. Es tropft immer noch rein. Vielleicht hat der Seemann mit seinem Segel mehr Glück. Das ist nämlich wasserdicht. Es sieht gut aus, so ein Segel. Aber in dem Moment kommt der Windstoß und bläst das Segel weg. Was ist denn jetzt das? Die Lisa kommt nicht mehr draus. Sie ist ganz durcheinander. Vielleicht sollte man das Segel irgendwie anmachen. «Ja, ja, ich gehe es annageln», rief der Schnück. «Aber das sei auf bald lebensgefährlich», meint Lisa. Der Schnück verspricht, er nehme etwas mit zum Balancieren. Schon hat er das Passende gefunden. Jetzt kann es losgehen. Der Schirm fürs Gleichgewicht. «Ich kann sogar auf einem Bein stehen. Mit dem Schirm bin ich ganz sicher», ruft der Schnück. «Achtung! Achtung!» «Oh nein!» «Ich bin ganz!» ruft der Schnück. «Wir schaffen es, glaub nie, das Dach zu flicken», meint das Wollenohr. Die Baby haben unterdessen im Zelt gemütlich Tee getrunken. Und jetzt wollen sie schauen, ob das Dach schon geflickt sei. Bevor jemand etwas sagen kann, kommt der Schnück ganz aufgeregt. «Es hat geklappt! Es hat geklappt! Ich habe das Dach geflickt!» rief er. «Aber du bist doch reingefallen», sagt Lisa. «Ja, ja, aber der Schirm ist hängen geblieben und so kommt kein Tropfen mehr rein.» Baby freut sich. Es stimmt, kein Tropfen regnet mehr in die Stube. «Aber alles sei noch nass», meint der Brambell. «Eine Nacht müssen sie sicher noch im Zelt schlafen.» «Oh ja, ich schlafe gerne eine Nacht im Zelt», rief der Schnück. Der Brambell gibt ihm keine Antwort. Er will, dass alle einfach einmal hören würden. «Aber ich höre nichts», sagt der Schnück. «Eben», lacht der Brambell. «Es hat aufgehört zu regnen.» «Juppie! Wenn es drinnen nicht regnet, so regnet es draussen auch nicht.» Und der Schnück will fürs Leben gerne campieren. «Genau», sagt der Orwell. «Wir haben viel geschafft, jetzt gehen wir ein bisschen in die Ferien.»